Ich verstehe. Das ist der Endpreis. Ja, ich werde drauf bestehen. Danke, Bruce. Bis bald. Dad, bist du noch nicht fertig? Doch, ich bin fertig. Willst du so gehen? Ich werde so gehen, weil es zu den kleinen Tricks gehört, dass du bei Preisverhandlungen nicht so auftrittst, als ob du viel Geld hättest. Aber der Preis eines Autos steht doch im Prospekt. Das ist nur ein empfohlener Verkaufspreis. Und deshalb geht man in den Laden und verhandelt mit dem Verkäufer über den tatsächlichen Verkaufspreis. Und woher weißt du, auf welchen Preis du raus willst? Mein Kollege Dr. Bruce Bolden weiß alles über Autos und er...